Die Punisher Light kommt in unserer praktischen Holzkiste. Darin enthalten sind die Punisher Light Mündungsbremse, das passende Werkzeug und eine kleine Tüte mit einer Madenschraube und kleinen Bleikugeln. Die Punisher Light kommt da zum Einsatz, wo eine Mündungsbremse passiv, ergonomisch und unauffällig sein soll und dennoch hocheffizient. Zuerst prüfen wir, ob unsere Waffe entladen ist. Bei der Punisher Light drehen wir die Waffe auf den Kopf. Wir entfernen die Gewindeschutzkappe, sofern vorhanden, und drehen die Mündungsbremse bis auf Anschlag auf das Laufgewinde. Jetzt drehen wir die Mündungsbremse so weit zurück, bis die Unterseite der Mündungsbremse in Waage mit der Unterseite der Waffe ist. Wichtig hier, die Waffe steht auf dem Kopf und unser Gewindeloch zeigt nach oben. Nun nimmt man eins der mitgelieferten Bleikörner. Als kleine Hilfe kann man es auch mit einer Zange minimal platt drücken und werfen es in das Loch. Jetzt nehmen wir das Werkzeug und unsere Madenschraube und drehen die Madenschraube fest. Das Bleikorn dient als Sicherheitspuffer, um euer Laufgewinde zu schützen und dennoch sicheren Halt zu bieten. Die Oberseite eurer Waffe sieht nun so aus. Achtet darauf, dass die Ports gegen den Hochschlag immer nach oben zeigen.